Ja, Marco Müller, Gratulation zu dem ersten Sieg in dieser Serie. Heute sehr ein wichtiger Sieg, es behaltet euch im Spiel innen. Ich denke, ihr könnt euch von Spiel zu Spiel steigern und heute auch noch einen Schippen drauflegen. Ja, das ist so. Ich denke, wir haben schon die ganze Serie wissen wir, dass wir eine Chance haben. Es waren immer enge Matches, vor allem Spiel 2 und 3, denke ich. Wo sie halt einfach wie effizienter waren als wir. Aber ja, wir glauben weiterhin an unsere Chancen. Wir wissen, dass wenn wir unser bestes Hockey spielen, dass wir Chancen haben. Aber ich wollte jetzt so gar nicht zu weit schauen. Ich denke, wir dürfen jetzt auch Sieg geniessen. Mit den Emotionen dürfen wir aber jetzt gleich nicht zu hoch und nicht zu tief gehen. Wir wissen, woran wir sind in dieser Serie. Es ist immer noch ein langer Weg und wir wollen Spiel für Spiel nehmen. Ja. Du sprichst es an Emotionen. Heute Abend sehr viele Emotionen im Stadion. Fast kein Unterbruch, ohne dass es eine Eisreinigung gebraucht hat. Wie ist das für euch als Spieler? Ja, für uns als Spieler ist es natürlich ist cool, wenn man vor heimischem Publikum so spielen kann. Wenn so abgepatcht wirst von so vielen Fans, ist es einfach jedes Mal wieder unglaublich, wenn man daheim spielen kann. Das mit Unterbruch, das gehört dazu. Da müssen wir Profi genug sein. Und wie gesagt, ich denke, das überwiegt, dass wir jeden Einsatz gepusht werden von den Fans. Das macht Spass. Ja. Und er auch Profi genug sein ist im Zusammenhang mit der Schiedsrichter. Ich denke, heute wieder zwei, drei Situationen, die nicht unbedingt zu euch gunstig waren. Ja, aber da werde ich mich nicht äußern. Das ist nicht gut. Jetzt eben der nächste Match dann in Biel wieder. Was müssen wir denn konkret mal drauflegen? Also dort können gewinnen, weil ich denke, auswärts in Biel braucht es noch eine mehr als heute. Definitiv, ja. Ich denke, schon die ganze Serie ist relativ wichtig. Special Teams. Auch heute wieder alle Goal, die gefallen sind, waren in Überzahl oder Unterzahl. Und ja, wenn wir das vorab tun, müssen wir ein bisschen cleverer sein und am Schiri keine Chance geben, dass er Strafe pfeifen kann. 5 gegen 5 ist eine sehr ausgerechnete Sache und auch dort mit noch ein bisschen mehr Verkehr vor dem Goal kommt das gut. Besten Dank, alles Gute am Dienstag. Merci.